Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA hier auf diesem Kanal. FIFA Ultimate Team hier auf diesem Kanal. Ich bin dabei, der Matze. Peace. Guck mal, wie sie dich abfeiern, weil ich da ein paar Konfetti Oh, wir haben Anstoß. Na, hast du gesehen, wie die Konfetti kann durchgedreht sind? Die habe ich da irgendwann mal hingestellt. Weil wir die gezogen haben irgendwo. In irgendeinem Schrottpack. Ja, ist eine gute Frage, ne? Die Terriers mit dem Angriff. Ich glaube, ich kaufe nachher einfach mal Real Madrid. Ja? Was? Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Da war es fast das erste Tor in diesem Spiel, aber der Keeper ist da, verhindert den Treffer, tolle Parade. Klasse Pass, könnte was werden. Ballgewinn, gefährliche Position. Wenn wir über die wichtigsten Spieler dieser Partie sprechen, dann müssen wir natürlich automatisch über Ousmane Dembélé. Ja, Fußballerin. Stindel! Keeper muss ganz Stindel! Keine echte Gefahr. Ich bleib hier beim Spiel. Evan Dika. Rabiot. Die Terriers in der Offensive. Rabiot. Jetzt wird's gefährlich. Ricardo Horta. Und jetzt haben sie. Oh, das gibt Elva. Das hat der Schiri für Haare. Ich glaube, die sind ein bisschen verpackt, ne? Vielleicht können Sie diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da. Der Druck ist im Moment enorm. Rabiot mit dem Ball Lemar. Er hat den Ball. Gute Aktion. Lemar. Schön dazwischen gegangen. Und nun Bale. Schöner Spielaufbau jetzt. Wie kam der denn durch? Ey, das war ein richtiges FIFA-Tor. Das war aber Stindel. Stände, Digga, ich werde hier mal. Ich habe nur keinen deutschen Stadionsprecher einkaufen können. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Lehmer. Das wird jetzt Abschluss geben. Für die Terriers. Ach nee, doch nicht. Für No Name. Longley. Für eine Mannschaft, keine Ahnung, wie die heißt. Ja, die hat keinen Kosenamen. Die Wanderers jetzt. Ne? Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Da oben, der fordert den Ball. Kevin Volland. Der Kevin. Hat er versucht, eigentlich eine deutsche Mannschaft zu machen, oder warum sind das Stinde und Kevin Volland? Ne? Rabiot. Oder hat das da hinten so gepasst, weil er einen von beiden hatte? Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Ball ist weg. Der Ball ist weg. Die Terriers mit einem Angriff. Beim Ballbesitz sind die Wanderers hier unterlegen. Wanderers. Jetzt haben wir es. Der Ballbesitz ist nicht anders. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szene. Er hat doch einen ausgewählt. Wanderers. Lema.
Ricardo Horta. Digga, er grätscht ja mal so komisch rein. Stindl. Gut durchgesetzt, gefährlich. Den Ball hält er gut. Ja, er verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also die Szene werden wir noch häufiger sehen. Was, wie er das Tor verhindert? Unser Neto. Die Terriers mit dem Angriff. Rabiot. Ricardo Horta. Zack, rein damit. Jetzt kriegt er in dieser Pause, die er seit 5 Stunden haben. Ja, ist so, Digga. Ich wollte das Zeug nicht atmen. Ja, ist gut. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Das ist ein 16, ja. Ha? Das ist ein 16er, kam das. Sie haben ja also den Ausgleich. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Rabiot. Ricardo Horta. Jetzt die Möglichkeit. Weg damit. Oh mein Gott, das ist ein Scheiß da. Aber oh, das nein. Ist auch so richtig belastend, weil du jetzt gleich doppelt nach Haus, ne? Das muss richtig belastend sein. Jetzt schaffst du es 1-0 erst und dann gut zu halten und dann haust du gleich zwei Dinger nach, sodass du direkt führst. Na? Guck mal, wie er es noch versucht. Bitte doch. Eins. Oh mein Gott. Ist komplett falsch rangegangen. Na? Er ist ja komplett falsch rangegangen. Der hätte den Brent versuchen müssen, aus der Ecke rauszudribbeln. Na? Männer meint, der Mocher muss es versuchen. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Ja, soll ich viel passiert aus den 3 Tore, ne? Du musst ja auch 5 Minuten auf seine Pause warten. Ich habe 2 Chancen gehabt, ne? Glaube ich. Also 2 richtige auf jeden Fall, ne? Naja, 6 Schüsse hast du trotzdem. Ja, aber 3,2 Tore erwartet und du hast 2 getroffen. Ne? Also hast du schon ein paar mehr, aber die 2 waren halt richtige Chancen mit einem getroffen, ne? Ne? Der zweite Spielabschnitt geht los. Im Moment liegen die Wanderers zurück. Halt die Klappe. Du klingt das denn? Die Terriers in der Offensive. Oh Mann, warum stürmt der da nicht? Rabito. Rabiot. Wie groß wärst du gerne und wieso? Das sind auch immer Fragen, ne? Hussein Aouar. Ricardo Horta. Er spielt den Pass zurück. Dembélé. Riesenchance. Tolle Parade. Aber Gefahr nee. Ist nicht vorbei. Unser Blick auf Ousmane Dembélé. Wie fandst du ihn in der ersten Hälfte? Er macht hier bislang ein gutes Spiel, hat ja schon sein Tor gemacht. Die liegen. Guck mal, Dembélé hat die Erwartungen getroffen, die er getroffen wollte, als sollte laut den Kommentatoren, ne? Hat sie sein Tor gemacht. Ricardo Horta. Ricardo Horta. Lema spielt den Ball. Nun Vorland. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Gabriel. Das war nicht schlecht. Ja. Hey, Jesus ruft dich an. Geh mal ans Telefon. Jesus. Ja, ich nenne ihn trotzdem Jesus. Den Ausgleich haben sie. Der wird doch ständig so geschrieben wie Jesus. Aber der ruft dich an, geh mal ins Telefon. Gabriel Jesus. Ey, er ist so krass, der Jesus. Digga, er macht jetzt genau das gleiche wie du vorhin. Ne? Sie sind im Moment wirklich unfallsam.
Jesus ist so heftig, Mann. Warum ist er so stark? Er ist einer der guten Spieler. Jetzt guck mal, der ist 83er brasilianischer Stürmer. Brasilianer ist sowieso klar, Mann. Ja, und ein 84er mit 83 mit 84er Tempo, so rum. Na? Wahrscheinlich entsprechend der Schusskraft. Wie viel will der noch labern? So fangen sie den Angriff früh ab, sehr gut. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul, alles richtig gemacht. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Bale. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was also wirklich, was für ein Rettungsstart. Houssem Aouar. Die Terriers mit einem Angriff. Houssem Aouar. Ja, Aouar ist da. Ist doch gut jetzt, Bruder. Super durchgesetzt. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Der Torhüter macht immer nein. Oh, eine ganz starke Szene, eine tolle Parade. Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen, hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel. Lief nicht und deshalb ist jetzt vorzeitig Feierabend. Und noch ein Eckstoß. Ecke kommt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ricardo Horta. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Er setzt sich durch und jetzt können Sie was werden. Ja. Ja, Mann. Ein klasse Tor. Petri, das war gut, dass ich dich eingewechselt habe vorhin. Das war ein nahezu perfekter Konter. Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualität. Was für Comeback-Qualitäten. Die führende Mannschaft hat nach dem Doppeltreffer wieder ausgeglichen. Wow. Ne? Jetzt Vorlage. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses. Ja, wollt ihr gleich wieder auf Gott. Ne? Der Ball kommt rein. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht. Dann kommt da ja nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut ganz klar. Da war kaum mehr. Wenn sie so zumacht, dann ist ganz klar. Ja, da müssen sie aufpassen. Vorne jetzt die Balleroberung. Chance zur Führung. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Und das ist ja wahrscheinlich. Oh mein Gott, Digga. In dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Und das war Horta. Horta ist so heftig. Beeindruckend. Ja. 7 Tore insgesamt. Das ist, glaube ich, auch immer auch unsere beste Karte aktuell, ne? Ja, ist es auch. Und es ist die wichtigste. Ja, mit dem Dembélé zusammen vorne im Sturm auf jeden Fall. Ne? Auch wenn ich gut Chemie, sind das halt zwei Top-Stürmer. Und das merkst du halt auch, ne? Ja, ist die Riesenchance zum Ausgleich. Ja. Sowas. Der Trainer ist sauer. Dembélé. Ricardo Horta. Guter Zweikampf. Wie er da ganz schnell hingesprungen ist. Gabriel Jesus. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Hast du das gerade gehört? Komm schon, komm schon. So ganz leise im Hintergrund. Dembélé. Ball ist weg. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es. Und während er es vorgelesen hat, ist die erste schon vorbei. Die Wanderers haben den Ball verloren.
Ja. Oh mein Gott, war das ein geiles Game. Ja, das war jetzt mal ein Game auf Augenhöhe. Sie fahren hier diesen Sieg ein und ausschlaggebend war dieser späte Siegtreffer. Klar, dass sie sich jetzt dann ganz besonders freuen. Der zum zweiten Mal sie zu viel umgebracht hat, muss man ja dazu sagen, ne? Hm? Ja, das heißt, da fühle ich mich auch so ein bisschen. 4-3. Ja, das war so ein Thema auf Augenhöhe auf jeden Fall, ne? Morta. Das macht denn schon mal sehr Spaß. Krass, ne? Ich liebe ihn. Ja, das macht denn sehr Spaß, so zu spielen. Ja? So. Schweiz Sieg 1 von 4. Ja? War ein sehr hartes Match, aber es hat